sind gerade sehr viele Wespen unterwegs und aggressiv sind die kleinen Biester auch noch. Aber sind Wespen wirklich von Natur aus aggressiv? Nein, das sind sie nicht. Auch wenn wir oft das Gefühl haben, dass Wespen gezielt auf unsere Gesichter zufliegen und uns aggressiv angreifen. Eigentlich stechen Wespen nur, wenn sie sich bedroht fühlen. Wenn euch Wespen zu nahe kommen, ist es daher immer ratsam, ruhig zu bleiben, nicht hektisch zu werden oder nach ihnen zu schlagen. Auch wenn das schwerfällt. Auch anpusten sollte man die Wespen auf gar keinen Fall, denn unser ausgeatmetes Kohlendioxid ist für die Wespen so eine Art Warnsignal und sie fühlen sich sofort bedroht. Wespen wirken vor allem immer dann auf uns aggressiv, wenn es besonders viele von ihnen gibt, wie zum Beispiel in den letzten Wochen. Denn dann fällt uns deren neugieriges und richtig aufdringliches Verhalten erst so richtig auf. Durch dieses besonders neugierige Verhalten der Wespe kommt es zum Beispiel auch zu deutlich mehr Wespenstichen als Bienenstichen. Und das hat bei uns dann gesellschaftlich dazu geführt, dass es bei uns automatisch zu der Unterscheidung kommt, lästige böse Wespe und nützliche tolle Biene. Dass diese Unterscheidung so nicht ganz fair ist, das zeige ich euch morgen. Wie wir gestern schon festgestellt haben, sind die Wespen nicht gerade Sympathieträger unter den Tieren. Sie sind lästig, sie nerven uns draußen beim Essen, ihre Stiche sind echt schmerzhaft und dabei machen die nicht mal Honig. Was für Nichtsnutze. Aber hey, das ist natürlich Quatsch. In der Natur hat jedes Lebewesen seinen Sinn und so auch die Wespe. Denn ähnlich wie Bienen und Hummeln bestäuben Wespen auch Blüten und sind zum Beispiel super wichtig für die Ernte in Obstanbauten. Darüber hinaus sind Wespen auch sehr gute Schädlingsbekämpfer. Sie jagen zum Beispiel wahnsinnig gerne Mücken oder auch Spinnen. Jetzt kann man natürlich sagen, was für ein schwacher Trost, wenn man trotzdem einen Wespenstich bekommt. Aber immerhin, Wespenstiche sind weniger schmerzhaft als Bienenstiche. Denn Wespen haben im Gegensatz zu Bienen einen glatten Stachel ohne Widerhaken. Der bleibt dann auch nicht in der Haut stecken und tut weniger weh. Für wen das noch immer zu wenig Argumente pro Wespe sind, dem verrate ich morgen ein paar wirksame Tricks, wie man Wespen los wird. Gerade fast egal, wo man sich draußen bewegt, überall sind Wespen in der Nähe. Und mal davon abgesehen, dass die kleinen Biester nerven, manchen Leuten machen die auch richtig Angst. Aber es gibt tatsächlich ein paar sehr gute Möglichkeiten, wie man Wespen gefahrlos verscheuchen kann. Und die verrate ich euch jetzt. Mein absoluter Favorit ist hierbei, die Wespe mit Wasser zu besprühen. Nehmt euch einfach eine Sprühflasche, wie ihr sie zum Beispiel auch vom Besprühen der Pflanzen kennt, füllt normales Leitungswasser hinein, Wespe anvisieren und Feuer frei. Die Wespen denken jetzt nämlich, es regnet und verziehen sich relativ schnell wieder in ihr Nest. Wenn die Wespen aber so richtig penetrant sind, kann es sein, dass ihr ein bisschen großflächiger für Regen sorgen müsst. Aber in der Regel funktioniert das sehr, sehr gut. Eine weitere wirksame Alternative ist das Aufstellen eines Ventilators, denn die erzeugten Luftströme mögen die Wespen so gar nicht. Da Wespen vor allem auch von leckeren Gerüchen angezogen werden, kann es natürlich auch helfen, Essen und Getränke draußen möglichst verschlossen zu halten. Aber Achtung, interessante Gerüche für Wespen sind zum Beispiel auch Parfüms, intensiv riechende Cremes oder Sonnenlotion oder frisch lackierte Holzmöbel. Weiche und pralle Haut klingt richtig super, oder? Und dafür müsst ihr einfach nur 3 Liter Wasser am Tag trinken. Das zumindest wollte mir letztens eine Influencerin weismachen. Richtig ist, unser Körper besteht zu ca. 3/4 aus Wasser und ca. 1/3 davon steckt in unserem größten Organ, nämlich der Haut. Ob wir dehydriert sind, lässt sich daher auch in unserer Haut überprüfen. Dafür nehmt ihr einfach Daumen und Zeigefinger und macht auf dem Handrücken eine kleine Falte. Fällt ihr wieder runter, ist alles okay. Bleibt ihr allerdings oben, könnte das auf einen Flüssigkeitsmangel hindeuten. Dass ein deutlicher Wassermangel die Spannkraft der Haut negativ beeinflussen kann, heißt allerdings nicht, dass hohe Trinkmengen die Spannkraft der Haut über einen Normalwert hinaus erhöhen können. Forscher haben sich die Faktenlage zu dem Thema in den letzten Jahren häufiger angeschaut, aber bisher keine Hinweise finden können, dass viel Trinken die Haut wirklich schön macht. Schade eigentlich, wäre eine ziemlich smarte Geschichte. Habt ihr Tricks für eine schöne und seidenweiche Haut? Haut mal raus! Warme Getränke helfen besser gegen Hitze als kalte Getränke. Klingt erstmal ein bisschen komisch, ist aber goldrichtig. Dann trinken wir eiskalte Getränke bei äußerer Hitze, erfrischt uns das zwar kurzfristig, aber wir geben unserem Körper dann ein sehr falsches Signal. Die durch das Getränk zugeführte Kälte veranlasst unser Körper dann nämlich zusätzlich Wärme zu produzieren. Und das ist natürlich das absolute Gegenteil von dem, was wir wollen. Dadurch geraten nämlich auch viel zu stark ans Schwitzen. Und so wird es noch schwerer, den eh schon vorhandenen Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Die goldene Mitte ist daher wie so oft genau richtig. Lauwarme Tees, Säfte oder auch Schorlen ohne Eis. Die perfekten Durstlöscher bei jeder Hitze. Aber ganz unabhängig davon, wie kalt oder warm euer Getränk ist, das Wichtigste ist bei Hitze viel, viel trinken. Mindestens 2 bis 3 Liter bei richtig starker Hitze oder Belastung gerne auch mal bis zu 4 Liter. Im Sonnenbrand wird man viel brauner als ohne Sonnenbrand. Aber stimmt das wirklich? Nein, das ist absoluter Quatsch. Das Gegenteil ist sogar der Fall. Durch einen Sonnenbrand werden wichtige Hautzellen zerstört und Pigmente, die für Bräune sorgen, gar nicht erst gebildet. Bei einem Sonnenbrand sprechen Mediziner von einer Dermatitis solaris. Das ist eine akute Entzündung der Haut, die durch übermäßige Sonneneinstrahlung ausgelöst wird. Die Symptome eines leichten Sonnenbrandes sind mit Verbrennung ersten Grades vergleichbar. Die eines starken Sonnenbrandes sogar mit einer Verbrennung zweiten Grades. Dazu kommen auch noch mögliche Langzeitschäden, denn die UVB-Strahlung hat so viel Energie, dass sie nicht nur die Hautzellen angreift, sondern auch die DNA-Zellen im Kern. Und passiert das so oft, hinterlässt das bleibende Schäden in den DNA-Zellen,
was denn zu einem erhöhten Hautkrebsrisiko führen kann. Also benutzt bitte einen Sonnenschutz mit einem für euren Hauttyp passenden Lichtschutzfaktor. Damit schützt ihr eure Haut und werdet trotzdem wunderschön braun. Ordentlich schwitzen ist gut und hilfreich beim Abnehmen. Was hier so vielversprechend klingt, ist leider nicht ganz die Wahrheit. Alle, die jetzt darauf gehofft haben, sich ordentlich schlank zu schwitzen, muss ich leider enttäuschen. Denn beim Schwitzen verliert unser Körper zwar viel mehr Flüssigkeit, aber verbrennt leider keine Kalorien oder Fett. Aber indirekt gibt es da tatsächlich einen Zusammenhang. Denn es kann wirklich passieren, dass man im Sommer leichter abnimmt als im Winter. Denn aufgrund der Wärme hält sich der Appetit auf schwere Mahlzeiten oft sehr in Grenzen. Und so nehmen wir einfach weniger Kalorien zu uns. Und außerdem bewegen wir uns im Sommer ja auch mehr als im Winter in der Regel. Das heißt, die Fett- und Kalorienverbrennung wird zusätzlich angekurbelt. Also bringt euch am besten mit richtig viel Sport ordentlich zum Schwitzen. Dazu ernährt ihr euch auch noch gleichzeitig ausgewogen und gesund. Und dann klappt es auch mit dem Abnehmen. Übrigens auch im Winter und Sommer. Man auch im Schatten braun? Eindeutig ja. Denn auch im Schatten bekommt man noch 50% der UV-Strahlung ab. Das heißt, natürlich wird man da auch braun. Auch wenn es ein bisschen länger dauert, dafür ist es dann natürlich viel, viel schonender für die Haut. Und in welchem Schatten ihr sitzt, ist eigentlich komplett egal. Einige werden jetzt natürlich denken, cool, dann brauche ich mich gar nicht mehr eincremen und werde trotzdem geschützt braun. Klingt erstmal ziemlich gut und ich muss zugeben, den Fehler habe ich auch schon gemacht. Aber auch im Schatten kann die Sonnenstrahlung so stark sein, dass man einen Sonnenbrand riskiert. Daher gilt auch beim Sonnenbad im Schatten, seid nett zu eurer Haut und cremt sie ein. Lieben süßes Blut. Aber stimmt das wirklich? Nein, das ist ein Mythos. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die werden häufiger von Mücken gestochen als andere. Laut Forschern sind 20% aller Menschen sogar echte Mückenmagneten. Angezogen werden die Mücken vor allem durch ausgeatmetes Kohlendioxid. Das riechen die kleinen Biester aus bis zu 50 Meter Entfernung und können uns so sehr zielgenau finden. Und wer besonders viel Kohlendioxid ausatmet, wird entsprechend auch schneller gefunden. Ein schönes Beispiel sind hier schwangere Frauen, weil die atmen ja quasi für zwei aus. Dazu kommt noch der Faktor Schweiß. Die chemische Zusammensetzung ist dabei bei jedem von uns anders. Aber je mehr Harnsäure, Milchsäure und Ammoniak wir in unserem Schweiß haben, desto mehr lieben uns die Mücken. Unsere Blutgruppe, egal welche, erkennen Mücken übrigens über ein chemisches Signal auf unserer Haut. Spannenderweise haben 15% aller Menschen dieses chemische Signal auf der Haut gar nicht und sind somit quasi unsichtbar für Mücken. Solltet ihr übrigens Blutgruppe 0 haben, dann geht ihr besser gar nicht erst ohne unser N1-Mückenspray in die Natur. Denn für Opfer mit Blutgruppe 0 haben Mücken eine besondere Vorliebe. So haben wir auch schon mal das Gefühl, dass ihr viel mehr Lust auf Sex habt? Wenn ja, dann seid ihr damit nicht alleine. Denn der Mythos, dass man im Sommer mehr Lust auf Sex hat, stimmt tatsächlich. Denn mit den Temperaturen steigt auch unsere Libido kräftig an. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass das Schlafhormon Melatonin in uns im Sommer deutlich weniger stark ausgeschüttet wird. Das liegt vor allem daran, dass die Tage länger sind und wir mehr Lichter bekommen. Gleichzeitig sorgt auch die Sonne dafür, dass das Glückshormon Serotonin in uns deutlich stärker produziert wird. Das heißt, wir sind viel entspannter und empfinden weniger unterschwelligen Stress. Beides zusammen steigert nachweislich die Lust auf Sex. Spannender Fakt hierzu, das Glückshormon Serotonin fördert die Lust auf Sex sogar noch stärker als das eigentliche Sexhormon Testosteron. Dazu kommt dann natürlich auch noch, dass es durch die Wärme im Sommer viel mehr nackte Haut zu sehen gibt und das für unser Gehirn bedeutet optische Reize ohne Ende. Geht's euch genauso? Wenn ja, wie geht ihr mit dem Thema um? Klimaanlagen krank? Leider ist das gar nicht so falsch. Denn Klimaanlagen kühlen nicht nur die Luft und verteilen sie gleichmäßig, sondern sie verteilen auch alles, was in der Luft drin ist. Wie zum Beispiel Gerüche, aber eben auch Keime und Krankheitserreger. Auch wer von draußen total verschwitzt in einen zu sehr klimatisierten Raum kommt, kann dadurch krank werden. Denn in kalten Räumen stellt der Körper das Schwitzen natürlich ein. Und durch den dann noch vorhandenen Schweiß auf der Haut und die kalte Raumtemperatur können wir kurzfristig unterkühlen. Das wiederum hat zur Folge, dass unsere Nasen- und Rachenschleimhäute weniger stark durchblutet werden und die Schleimhäute dadurch auch Viren und Bakterien nicht mehr abwehren können. Ein Infekt mit Schnupfen, Husten und Halsweh kann dadurch dann relativ schnell die Folge sein. Daher hier noch ein kleiner Tipp. Stellt die Klimaanlage am besten nie kälter als 22 Grad ein und das Gebläse bitte nicht auf die höchste Stufe. Warmes Wetter für Hitzepickel? Ja, das stimmt leider. Hitzepickel können nämlich sehr, sehr leicht entstehen, wenn unsere Schweißdrüse verstopfen und der Schweiß auf unserer Haut nicht verdunsten kann. Es entstehen dann kleine, durchsichtige, milchige oder rote Bläschen. In der Regel sind die harmlos und heilen von alleine ab, nervig sind sie aber natürlich trotzdem. Die Ursache hierfür, nämlich unsere verstopften Schweißdrüsen, entstehen relativ leicht durch eine Art Hitzestau. So ein Hitzestau kann auch sehr, sehr leicht entstehen, nämlich durch zu enge Kleidung, unter die keine Luft mehr drunter kommt. Die nervigen kleinen Hitzepickel können daher dann eigentlich fast überall an unserem Körper entstehen. Besonders häufig entstehen sie aber an sehr stark schwitzenden Stellen, zum Beispiel unter den Achseln, am Rücken oder im Dekolleté. Sobald der Körper wieder abkühlt, verschwinden die kleinen nervigen Hitzepickel wieder von ganz alleine, meistens auch ganz ohne Nachwirkungen. Wichtig ist, dass ihr sie in der Zwischenzeit am besten nicht aufkratzt, kühl und trocken haltet und einfach möglichst nicht beachtet.
mögen sich bei Hitze gar nicht bewegen, andere brauchen trotzdem ihren Sport. Aber wie ist das mit Sport bei hohen Temperaturen? Ist das eigentlich schädlich? Nein, nicht grundsätzlich. Aber wir sollten natürlich unser Sportpensum an das Wetter anpassen. Denn Sport bei hohen Temperaturen ist für unseren Kreislauf besonders herausfordernd. Sonne und hohe Temperaturen entziehen unserem Körper nämlich relativ schnell viel Flüssigkeit. Meidet bei Sport an heißen Tagen daher am besten die Mittagssonne. Am besten trainiert ihr in den Morgenstunden, wenn die Luft noch kühl ist und die Sonne noch nicht zu stark ist. Zwischen 6 und 9 Uhr morgens ist übrigens die ideale Zeit, um bei Hitze trotzdem Sport zu treiben. Die Ozonwerte sind dann niedrig und die Luft ist dann noch nicht zu sehr durch Abgase kontaminiert. Alternativ könnt ihr natürlich auch gerne abends trainieren, denn abendlicher Sport ist für den Körper auch viel angenehmer. Durch den niedrigen Sonnenstand ist die Sonneneinstrahlung natürlich schwächer und die Luft dadurch auch einfach kühler. Beides erleichtert natürlich das Training immens und vermindert die Risiken wie Sonnenbrand oder auch zum Beispiel einen Hitzeschlag. Wieder das Wichtigste, wenn Sie in den Urlaub fliegen. Natürlich, die Sonne. Für zwei meiner Freunde war das in den letzten Tagen ein bisschen zu viel, denn die hat nämlich einen Sonnenstich. Passend dazu habt ihr hier ein paar Tipps, wie ihr Leuten helfen könnt, die einen Sonnenstich haben. Wenn ihr merkt, dass die Betroffenen eventuell einen Sonnenstich haben, ist das Wichtigste, dass ihr sie am besten sofort an einen kühlen, schattigen Ort bringt. Am besten einen Raum, wo sie ein paar Stunden ungestört liegen können und sich einfach entspannen können. Achtet hierbei bitte auch darauf, dass die Betroffenen richtig liegen. Das heißt, am besten auf dem Rücken mit leicht erhöhtem Oberkörper, um Kopf und Nacken zu entlasten. Macht den Betroffenen bitte kalte Umschläge, um insbesondere Kopf und Nacken ein bisschen zu kühlen. Hierfür könnt ihr ganz einfach Eiswürfel oder zum Beispiel auch ein Coolpack nehmen, was ihr in ein Tuch wickelt. Achtet bitte außerdem darauf, dass die Betroffenen möglichst viel trinken, am besten einfach Wasser oder Saft schäumen. Bei einem Sonnenstich kommt es ganz oft zu Kopfschmerzen oder grippeähnlichen Symptomen. Verzichtet bitte aber unbedingt auf Schmerzmittel. Wird es nach ein paar Stunden nicht besser, bringt die Betroffenen bitte direkt zum Arzt. Im Idealfall seid ihr oder eure Freunde natürlich nicht von einem Sonnenstich betroffen. Falls doch, wisst ihr jetzt, wie ihr damit umgeht. Ein Deo unter den Achseln und schwitzt dann wie Sau am Rücken. Kann das sein? Hier kann man eindeutig sagen, jein. Denn es gibt zwar das sogenannte kompensatorische Schwitzen, also das ausgleichende Schwitzen, aber das passiert nur, wenn du große Bereiche deines Körpers mit stark aluminiumchloridhaltigen Deos wirklich lahmlegst. Schweiß ist ja dazu da, unseren Wärmehaushalt zu regulieren. Und wenn ihr euch jetzt großflächig mit diesen aluminiumchloridhaltigen Deos einreibt, zum Beispiel in den Armen und am Rücken, dann sucht sich der Schweiß natürlich einen anderen Weg. Wenn ihr aber ganz normale Deos benutzt, zum Beispiel aus der Drogerie, aus der Apotheke oder dem Lebensmitteleinzelhandel, dann werdet ihr dieses kompensatorische Schwitzen gar nicht bemerken. Denn diese ganz normalen Deos enthalten entweder gar kein Aluminiumchlorid oder nur in einem geringen Prozentsatz zwischen 3 und 5%. Zieh dir die nassen Sachen aus, sonst holst du dir was weg. Das hat meine Oma früher am Strand immer zu mir gesagt und meinte damit, ich hole mir eine Blasenentzündung, wenn ich die nasse Hose nach dem Baden nicht ausziehe. Und so ungern ich es auch nur zugebe, Oma hatte recht. Bei Jungs und Männern ist es zwar sehr unwahrscheinlich, dass sie eine Blasenentzündung bekommen, aber bei Mädchen und Frauen ist es tatsächlich so, dass der nasse Bikini oder Badeanzug die Wahrscheinlichkeit für eine Blasenentzündung durchaus erhöhen kann. Kälte und Nässe verringern nämlich die Durchblutung und begünstigen so die Ausbreitung von Bakterien, die dann in die Blase wandern können. Also hört lieber auf Oma und tauscht die nassen Badesachen nach dem Baden gegen trockene. Ihr wollt mehr zum Thema Blasenentzündung erfahren? Dann schaut mal in unseren Feed. Da haben wir uns letzte Woche sehr ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Frische meine Handtücher mit Schnaps auf. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, was ist das denn für eine Schnapsidee? Fakt ist aber, ein Glas Hochprozentiges schwächt die Zellen von Bakterien und kann so helfen, die Keime von unseren Handtüchern zu entfernen. Stellt euch einfach vor, ihr kommt aus dem Meer oder aus dem See, trocknet euch ab, legt euch dann aufs nasse Handtuch, alles soweit so normal. Aber wusstet ihr, dass ein nasses Handtuch ein Himmel für Bakterien ist? Bakterien sind natürlich überall um uns herum, immer. Auch zum Beispiel auf unseren Handtüchern. Und liegen diese Handtücher jetzt zum Beispiel nicht trocken in der Schublade, sondern nass auf der Wiese oder am Strand und das über Stunden, dann werden die Handtücher leicht zu Bakterienschleudern. Daher Strand- und Badetücher immer gut und schnell trocknen, nie häufiger als dreimal für den Strandgang benutzen, bevor ihr sie wieder wascht und bei dem Waschgang dann am besten ein bisschen Alkohol in die Waschtrommel geben. Alternativ könnt ihr hier auch wunderbar einen Esslöffel Essig, Apfelessig nehmen zum Beispiel. Gefährlich von der Sonne aufgeheizt ins kalte Wasser zu springen? Definitiv ja. Der Sprung ins kühle Nass kann gefährliche Folgen haben, denn oft ist nur die Wasseroberfläche richtig angenehm warm und die tieferen Bereiche der Gewässer sind dafür sehr kalt. Das kalte Wasser entzieht unserem Körper dann die Wärme und wir können sehr schnell unterkühlen. Dadurch kann es dann zu Muskelschmerzen, Krämpfen und Kreislaufproblemen kommen. Im dümmsten Fall, wirklich im allerdümmsten Fall, kann es passieren, dass wir dann die Kontrolle über unsere Kräfte verlieren und uns nicht mehr über Wasser halten können. Um das zu vermeiden, sollten wir unseren Körper auf den Temperaturwechsel vorbereiten. Das heißt, nach dem starken und warmen Sonnenbad den Körper ein bisschen runterkühlen. Aber wie soll man sich am Strand oder am Badesee in der prallen Sonne abkühlen? Das ist tatsächlich relativ easy. Wenn ihr nämlich die Möglichkeit habt, geht ihr am besten einfach kurz in den Schatten. Sollte es keinen Schatten geben, macht es natürlich auch Sinn, an den See oder ans Meer zu gehen, sich erstmal so leicht ins Wasser zu stellen, das Wasser ein bisschen an sich hochzuspritzen, den Körper an die Temperaturen zu gewöhnen. Oder an manchen Stränden gibt es natürlich auch diese Duschen, das heißt, mit denen könnt ihr euch auch wunderbar runterkühlen. Jetzt seid ihr dann auch wunderbar vorbereitet und könnt ganz risikofrei baden gehen.
Von euch werden es kennen, ihr sitzt im Flugzeug und gerade bei Start und Landung merkt ihr einen ordentlichen Druck auf den Ohren. Und manchmal fühlen sich die Ohren auch regelrecht taub an und es kommt zu einem Knacken und Ploppen. Aber was genau passiert hier? Zuallererst, schädlich ist das nicht. Auch ein Knacken und Ploppen im Ohr ist nichts Schlimmes. Die merkwürdigen Geräusche sind hier eine ganz natürliche Reaktion auf den veränderten Luftdruck, der hier ganz normal den physikalischen Regeln folgt. Sobald sich der Luftdruck verändert, gleicht unser Gehörgang das Ganze aus. Im Innen- und Mittelohr klappt das aber nicht, weil diese Bereiche vom Trommelfell nach außen abgedichtet werden. Unser Trommelfell ist hierbei in der Regel nach innen gewölbt. Steigt das Flugzeug, entsteht hierbei im Mittelohr ein Überdruck. Sinkt das Flugzeug, entsteht ein Unterdruck. Dadurch spannt sich das Trommelfell und wölbt sich von innen nach außen. Das führt dann zu dem Druck, den wir spüren, manchmal zu einem Taubheitsgefühl und vor allem oft zum Knacken und Ploppen. Ein Klassiker. Aber wisst ihr auch, warum uns das immer wieder passiert? Das Wichtigste ganz zuerst, es ist keine Krankheit oder keine Erkrankung, sondern eine vorübergehende Befindensstörung, die durch das Überqueren der Zeitzonen entsteht. Das heißt, der Tag-Nacht-Rhythmus verschiebt sich. Durch den schnellen Zeitzonenwechsel laufen eure innere Uhr und die externe Zeit einfach vorübergehend nicht synchron. Wenn ihr hingegen langsam reist, das heißt zum Beispiel mit dem Auto, dem Schiff oder der Bahn, schafft eure innere Uhr es relativ leicht, sich mit der neuen Zeitzone zu synchronisieren. Dadurch gibt es dann keine Jetlag-Symptome. Auch bei kurzen Reisen gibt es hier keine Probleme. Solange die Zeitdifferenz weniger als 60 bis 90 Minuten beträgt, gleicht unser Körper das relativ problemlos aus. Die Jetlag-Symptome hingegen sind umso stärker, je schneller ihr die Zeitzone überquert oder je mehr Zeitzone ihr habt. Hinzu kommt, dass die Symptome stärker sind, wenn ihr Richtung Osten fliegt als Richtung Westen, weil der Körper mit der künstlichen Verkürzung des Tages einfach mehr Probleme hat. Die klassischen Jetlag-Probleme betreffen übrigens nur 2/3 aller Menschen. Das letzte Drittel hat entweder gar keine Probleme oder ist nur ganz, ganz, ganz leicht betroffen. Das heißt schöne Momente, das heißt tolle Länder entdecken, das heißt gutes Essen, aber das heißt auch ganz oft fliegen. Und das ist für viele mit großen Ängsten verbunden. Statistisch sind diese Ängste natürlich Blödsinn, da es zum Beispiel wahrscheinlicher ist, im Lotto zu gewinnen, als mit dem Flugzeug abzustürzen. Aber die Ängste sind da und sie müssen ernst genommen werden. Daher habe ich hier ein paar Tipps für euch gegen Flugangst. Das Wichtigste, vermeidet Stress vor dem Flug. Versucht alles so entspannt wie möglich zu machen. Nehmt euch Zeit für die Vorbereitung, den Check-in und so weiter. Und sprecht darüber. Wenn ihr eure Ängste und Sorgen teilt, werden sie automatisch gleich viel kleiner und weniger wichtig. Lenkt euch ab, kommen komische Gefühle auf, schnappt euch euer Buch, schnappt euch eine gute Musik oder einen Film. Es sei denn, es geht um Flugzeugabstürze, aber lenkt euch ab. Und informiert euch, schaut euch Statistiken an, schaut mal im Netz, wie selten Probleme bei Flugzeugen tatsächlich auftreten. Und als letztes haben wir noch bewusstes Essen und Trinken vor dem Flug und während des Fluges. Das heißt, meidet alles, was besonders viel Koffein oder auch Zucker enthält, weil das putscht euch nur noch zusätzlich auf. Was macht ihr gegen Flugangst? Haut mir das mal in die Kommentare und teilt das hier am besten mit allen, die Flugangst haben, denn je mehr wir erreichen, desto besser. Wenn eine Qualle gestochen wird, sollte man da drauf pinkeln oder zumindest den Stich mit Urin behandeln. Das hört man immer wieder, aber stimmt das? Nö. Urin auf einem Quallenstich ist nicht nur unangenehm, sondern kann die Vergiftung auch noch verstärken. Denn Urin bringt die giftigen Nesselchen der Quallen erst so richtig zum Feuern. Also lasst das besser. Auch die Behandlung mit Alkohol oder Süßwasser ist keine gute Idee. Auch darauf reagieren die Nesselzellen sehr empfindlich. Am sinnvollsten ist eine gründliche Meerwasserspülung, denn so könnt ihr die Reste der Nesselfäden am besten entfernen. Größere Tentakelreste hingegen könnt ihr ganz easy mit den Fingern entfernen, denn in der Regel ist die Haut an unseren Händen zu dick, um von den Nesselfäden harponiert zu werden. Anschließend können eine örtliche Kühlung mit Coolpacks und Schmerzmedikamente helfen, die Schmerzen zu lindern. Bei Symptomen, die auf eine Vergiftung des ganzen Körpers oder auf eine allergische Reaktion hinweisen, ruft aber bitte umgehend den Rettungswagen. Wurde ihr schon mal von Quallen gestochen? Wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Erzählt mal. Wahrscheinlich alles schon mal erlebt. Endlich habt ihr Urlaub, könnt euch entspannen, ein bisschen genießen und dann seid ihr voll mal krank. Aber warum passiert das? Und ist man im Urlaub eigentlich häufiger krank als zu Hause? Unter Fachleuten nennt sich das Leisure Sickness, also Freizeitkrankheit. Und tatsächlich ist es so, dass die meisten Leute anteilig im Urlaub häufiger krank sind als daheim. Schuld daran ist bei den meisten von uns in dem Alltag dauerhaft erhöhtes Stresslevel. Das führt nämlich zu einer dauerhaft erhöhten Ausschüttung des Stresshormons Cortisol. Das unterdrückt im Alltag zwar die Krankheitssymptome, aber schwächt auch dauerhaft das Immunsystem. Bei unseren Vorfahren, den Jägern und Sammlern, war das wichtig, um mitten bei der Flucht vor einem Raubtier nicht plötzlich krank zu werden und davon gebremst zu werden. Das ist bei uns natürlich zum Glück nicht mehr der Fall. Sinkt im Urlaub jetzt aber das Stresslevel, werden die Krankheitssymptome nicht mehr unterdrückt und das Immunsystem geht in sprichwörtlichen Knie. Leider trifft die Urlaubserkrankung so oft die, die die Erholung am meisten nötig hätten. Mir bleibt daher hier nur zu sagen, fahrt mal im Alltag runter, versucht das Stresslevel zu senken, dann klappt es auch mit dem erholsamen Urlaub. Auf den Kanaren und hier gibt es natürlich Sonne satt. Für mich gab es daher vor der Reise die Frage, macht es Sinn ins Solarium zu gehen und die Haut vorzubräunen und so ein bisschen zu schützen? Und die Antwort habe ich relativ schnell gefunden. Die ist nämlich nö. Und Experten waren sogar davor. Denn vorgebräunte Haut hat nur einen Lichtschutzfaktor von 4 bis 6. Und da haben selbst normale Tagescremes heute oft einen höheren Lichtschutzfaktor. Mal ganz davon abgesehen, dass die meisten Hautexperten sowieso von Solarien abraten, ist es leider so, dass die meisten Solarien nur mit UVA-Strahlung arbeiten.
Diese UVA-Strahlung verursacht zwar eine Sofortpigmentierung der Haut, um aber eine Verdickung der Hornhaut, somit einen Schutz und eine langanhaltende Bräune zu schaffen, bedarf es auch UVB-Strahlung. Also, für einen optimalen Schutz cremt ihr euch am besten wie bisher auch mit einer zu eurem Hauttyp passenden Sonnenschutzcreme ein. Das schützt auf lange Sicht nicht nur vor dem ungeliebten Hautkrebs, sondern auch vor vorzeitiger Hautalterung. Und wer will schon alt aussehen? Ich bin bei meiner Oma an der Ostsee aufgewachsen. Und immer wenn ich kleine Wunden hatte, hat die zu mir gesagt, geh da mal mit ins Ostseewasser, dann heilen die schneller ab. Jetzt ist natürlich die Frage, warum sollte Salzwasser die Heilung von Wunden beschleunigen? Und ich freue mich natürlich hier besonders, einmal sagen zu können, ausnahmsweise hat Oma mal recht. Denn es stimmt, Salzwasser befeuchtet und desinfiziert die Wunde und trägt so zur Wundheilung bei. Aber natürlich gibt es auch hier wieder einen Haken, der meine Freude ein kleines bisschen schmälert. Denn die wundheilende Wirkung gilt nur für physiologische Kochsalzlösungen mit einem Salzgehalt von maximal 0,9%. Denn Meerwasser, oder wie in meinem Fall Ostseewasser, haben leider einen zu hohen Salzgehalt. Und das hat leider einen verzögernden Effekt auf die Wundheilung, da es die Wunde austrocknet. Dazu kommt natürlich noch, dass in Meerwasser durchaus Keime enthalten sein könnten, die zu einer Entzündung der Wunde führen. Also, mit einer frischen Wunde besser nicht ins Meer hüpfen. Schade eigentlich, denn ich mochte die Idee. Neben Jetlag das zweitgrößte Problem auf Reisen? Jawohl, die Reiseübelkeit. Manchen wird im Auto schlecht, anderen auf der Fähre und manchen sogar im Flugzeug. Und traut man dem Internet, soll Ingwer hier wahre Wunder bewirken. Um das einem Praxistest zu unterziehen, bekommt einer meiner Kumpels, der hier mit auf der Reise ist, jeden Tag ab sofort Ingwer. Denn dieser Kumpel kommt mit den Serpentinen hier auf den Kanaren nicht wirklich klar. Und am Ende der Reise werde ich dann auflösen, ob es geklappt hat. Studien, die ich dazu finden konnte, deuten zumindest schon mal darauf hin, dass es funktionieren könnte. Denn laut denen lindert Ingwer Übelkeits- und Schwindelsymptome. Also genau das, was eine Reiseübelkeit ausmacht. Auch als ich noch auf den Kanaren war, habe ich euch ein kleines Experiment angekündigt. Meinem Kumpel Micha, dem bei der Fahrt durch die Serpentine immer schlecht wurde, wollten wir jeden Tag Ingwer geben, um seiner Übelkeit entgegenzuwirken. Denn laut Studien sollte ihm das ja helfen. Da mir die Idee aber relativ spontan kam, hatten wir leider keinen Zugriff auf Kapseln, Tropfen, Extrakte oder Kaugummis und mussten uns mit der reinen Ingwerknolle begnügen. Aus der Ingwerknolle haben wir morgens dann Ingwer-Shots gemacht. Die waren recht hochdosiert und ehrlich gesagt auch nicht sonderlich lecker, aber die musste er dann morgens trinken. Um auf Nummer sicher zu gehen, haben wir ihm die dann auch mittags und abends reingeholfen. Und was soll ich sagen, es hat wunderbar funktioniert. Und im Endeffekt ist es ja das, was zählt. Also, habt ihr Probleme mit der Reiseübelkeit, beschäftigt euch mal mit dem Thema Ingwer. Hier gibt es viele, viele coole Produkte, die sehr hochdosierte Extrakte enthalten und sehr, sehr, sehr gut helfen können. In Urlaubsblogs wird immer wieder davor gewarnt, im Urlaub Salat zu essen. Aber warum? Und was ist da dran? Fakt ist, dass viele Reisende auf ihren Reisen immer wieder Durchfallerkrankungen erleiden. Und der Grund dafür ist relativ simpel. Denn nicht überall auf der Welt gelten so strenge Hygienestandards wie in weiten Teilen Europas. Auch die Trinkwasserqualität ist nicht immer die beste. Von den hohen Temperaturen, die das Wachstum schädlicher Mikroorganismen beschleunigen, mal ganz zu schweigen. Insbesondere in weiten Teilen Afrikas, Asiens und Süd- und Mittelamerikas gilt daher die Regel, brat es, koch es, schäle es oder vergiss es. Und so sind wir dann auch beim Thema Salat. Denn gerade bei Obst- und Gemüsesalaten ist hier besondere Vorsicht geboten. Denn wenn ihr nämlich nicht wisst, wie gut die Wasserqualität ist und mit welchem Wasser die Zutaten gewaschen wurden, lasst es lieber sein. Was habt ihr in dieser Hinsicht auf euren Reisen für Erfahrungen gemacht? Erzählt mal. Ciao und bis zum nächsten Mal.